Ja, herzlich willkommen zur Tour 24. Heute geht es von Mannheim nach Amsterdam. Ja, heute haben wir den 5.11. und es ist nicht mehr weit bis zu Dezember. Mal schauen, wie heute die Strecke werden wird von Deutschland nach Holland. Und es fängt doch direkt mit so einem verrückten Fertig zum Regenwetter an. Losfahren. Oh! Es ist Zeit, um loszufahren. Katastrophe, sage ich nur. Aber egal, wir fahren dann auch gleich los Richtung Amsterdam. Ne? Und dann wollen wir mal hoffen, dass wir fehlerfrei am besten auch ankommen werden. Was manchmal auch nicht immer so der Fall ist bei mir. Ne? Muss man ja ganz klar zugeben. Aber mal schauen, wie es heute wird. Ich werde jetzt ein bisschen erzählen, noch ein paar Minuten oder ein, zwei Minuten nur. Und dann gehen wir ein bisschen Musik rein. Und dann, ja, mal schauen, wie die Fahrt werden wird. Melde ich mich dann in den letzten Minuten wieder. Da ich die jetzt mal vorbereite, muss ich mir ein bisschen umzwitschen mal demnächst. Eigentlich die Videos fahren und dann direkt drauf blabbern vielleicht oder auch nicht. Muss ich mal schauen, wie ich das Ganze am besten hinbekommen kann. Biege nach links ab. Ne, damit man dann auch so ein bisschen mehr hat. Aber ich höre auch zwischendurch dabei gerne Musik. Beim Fahren immer und dann ist das schwierig, wenn GEMA-Rechte und. Ne, das ist immer dann so ein Problem. Deswegen muss ich die Musik dort weglassen. Und ich weiß nicht, wiefern die Radiomusik im Spiel selber dort ja, freigegeben ist auf YouTube oder nicht. Deswegen aus Sicherheitsgründen lasse ich es mal weg. Ne, ich werde in nächstes Jahr, wenn ich dann immer noch das Live-Videos machen sollte, so ein bisschen das rumherum ändern. Ne, mal schauen, wie ich das Ganze dann machen werde. Dann gibt es vielleicht auch neuen Aufbau mit neues Jahrzeichen drin. Keine Ahnung, mal schauen. Auf jeden Fall, Silvester gibt es ein extra Spezialvideo in Überlänge dann auch. Falls ihr Interesse habt, wenn nicht, dann halt eben nicht, aber ich werde es trotzdem machen. Ne? Dann werde ich so ein paar Highlights raussuchen in der nächsten Zeit und die dann dort reinnehmen. Das heißt, ich gucke Videos nochmal durch bei mir selber. Oder ihr dürft auch mal gerne Highlights raussuchen, dann nennt ihr mir bitte die Tour und ungefähr die Minute, die ihr mal in so ein Highlight-Video sehen wollt. Dürft ihr da gerne mal in ein Spezialvideo machen, das werde ich dann ja, Anfang Dezember raushauen. Und dann dürft ihr mal entscheiden, welche Minute euch am besten gefallen hat. Und auch die Tour. Also die Tour erst benennen, dann die ungefähr Videominute. Und die würde ich dann gerne dann mit in so ein Highlight-Video reinpacken. Ansonsten muss ich welche raussuchen. Aber so habt ihr die Möglichkeit, dort dementsprechend mal was mitzuentscheiden. Welche kleine Highlight hat euch am besten gefallen? Ne? Damit ich es auch weiß und auch in Zukunft dann vielleicht auf solche Highlights mehr achten kann. Und auch auf Spaßtouren, wenn ich auf meinem Test-Account bin. Da auch mal so ein paar Highlights rausnehme und die da ebenfalls mit einfügen kann. Also wär was, ne? Das wäre wahrscheinlich super klasse. Also, jetzt gleich ab Minute 4 gibt es einen Schnelldurchgang mit ein bisschen Musik dabei und ich wünsche euch weiterhin viel Spaß auf meinem Kanal und auch bei diesem Tour-Video Tour 24 halt, ne? Richtung Amsterdam. Wo die Tulpen übrigens herkommen, ne? Das sagt ja auch schon ein bekanntes Lied, ne? Tulpen aus Amsterdam, ne? Also, bis gleich.
endlich sind wir in Amsterdam angekommen. Ich kann nur sagen, das nächste Video eventuell in voller Länge zu zeigen. Und ich bin mal gespannt, wie dann das Video werden wird in voller Länge. Dieses nochmal in Kurzform. So, ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß auch an der traurigen Musik. Es ist wirklich eine traurige Musik gewesen. Obwohl das nicht ganz so gepasst hat heute zu diesem Video, aber egal. Wir sind jetzt wenigstens schon mal in Amsterdam angekommen. Kurzes Video, kurz vorweg, ich muss das Ganze nochmal bearbeiten, denn ich habe irgendwie es gelöscht, das Video, das fertige, bearbeitete Video, und ich dachte, es zieht ja weiter rüber, also ist alles gut, ne? War natürlich ein Trugschluss und es war, wo ich es jetzt hochladen wollte, weg. Gut, okay, es ist ganz normal gemacht, deswegen die traurige Musik, naja, was hat dann gepasst, weil ich musste diese Tour jetzt das zweite Mal bearbeiten, aber egal, das ging ja relativ zügig diesmal und die Tour hat jetzt auch nicht so lange gedauert, dass man sagen muss, ne? Sondern das war relativ gut. Ja? So, das Video wird sie auch hochgeladen schon mal im Vorfeld, dann für einen Monat später wird es dann euch präsentiert, ungefähr, ne? Also knapp 4 Wochen. Also vor 4 Wochen habe ich das Video dann bearbeitet, ne? Muss man sagen. Ne? Also, ich werde noch mal zwischendurch jede Woche versuchen, ein Spezialvideo hochzuladen. Ja, und dann dementsprechend dann auch demnächst links ein paar Highlights noch mal bekannt geben. Highlights bekannt geben, Alter. So ein paar neue Informationen bekannt geben, was die Spiele angeht, aber auch zwischendurch. Biege nach links ab. Auch mal ein anderes Spiel anzocken oder zocken natürlich, wie Farming Simulator. Ist auch ein Simulator halt, ne? Wird dann auch noch mal auf meinem Kanal geben, einige Videos, wo ich dann von eventuell. Was machst du denn, Alter? Du siehst auch, ich blinke. Hier ich endet es. Alter. Was für ein Dummarlauf, Leute. Elli, ey. Wer fährt da einfach weiter? Der sieht, ich bin da schon mitten am Fahren. Aber nein, der fährt weiter. Volles Risiko. Hauptsache, der hat einen Schaden und jetzt einen größeren Schaden und ich bezahle den Schaden, ne? Ist klar. KI. Die ist dumm. Dumm wie Brot, ey, ganz ehrlich. Dumm wie Brot. So Leute, ich verabschiede mich ganz langsam aus dem Video heute mal. Also wie gesagt, ich werde auch Farming Simulator präsentieren im Video. Von ganz klein nach groß. Mal gucken, wie ich das Ganze aufbauen werde, die Videoserie dann dort. Und muss gucken, dass die Tage auch passen. Nicht, dass ich nachher 2 Videos in einem Tag habe. Und auch jetzt, ja, muss ich schauen, wie ich das Ganze machen werde. Im nächsten Jahr auf jeden Fall, da gibt es dann wahrscheinlich jede Woche dann 2 oder 3 Videos nur, also insgesamt 2 oder 3 Stück. Da werde ich dann speziell gucken, wie ich dann die Einteilung mache, ne, dass es dann am besten ist und dann nicht jeden Tag ein Video raushau, weil das wird auf Dauer auch dann zu viel werden, da ist das Interesse ganz schnell weg, ne, dann guckt man auch nicht mehr so rein, deswegen bin ich mal gespannt, wie es in Zukunft werden wird. Falls ihr noch nicht meinen Kanal abonniert habt, dürft ihr gerne meinen Kanal abonnieren. Ihr dürft gerne, was mich auch mega freuen würde, ein Däumchen oben lassen. Wenn es euch nicht gefallen hat, seid ehrlich, dann lasst einen Daumen nach unten da. Ihr dürft aber auch gerne die Glocke aktivieren, dann verpasst ihr keine neuen Videos mehr. Weil wie ihr schon gemerkt habt, bislang sind alle 2 Tage ist ein neues Video hochgekommen. Ne? Von der Tour von klein nach groß. Das Ziel werde ich nochmal im übernächsten Video genauer erläutern, was mein Ziel ist. Allerdings, ich habe das Gefühl, ich komme so schnell nicht nach Dortmund. Mein Ziel ist es ja, ich habe in Dortmund habe ich einen Startpunkt gesetzt, wer die Videos verfolgt hat. Ne, Tour 1, habe mit Tour 1 eigentlich, das war dann Tour 2 schon, weil die erste Tour war nur von Dortmund innerhalb von Dortmund. Das war dann, ist ja Kindergartenkacke. Muss man nicht machen, unbedingt dann zeigen, die paar Minuten da, ne? Sondern einfach mal dann von Dortmund war der Startpunkt Endeffekt in Europa hinein und jetzt müsste es irgendwann nach Dortmund zurückgehen und da bin ich sehr gespannt, wann geht es nach Dortmund zurück, ne, damit ich dann den ersten LKW mir kaufen kann und ich vermute, ich habe da eher 500.000 zusammen, bevor ich nach Dortmund komme. Es ist tatsächlich so. Das ist nicht einfach, das hätte ich mir anders, habe ich es ein bisschen anders gedacht, geplant. Aber es ist nun mal jetzt so und erst wenn es nach Dortmund geht, kaufe ich mir meinen eigenen LKW.
auch wenn das noch dauern sollte. Also Leute, ihr seht hier schon die nächste Tour. Ich wünsche euch viel Spaß schon mal übermorgen bei diesem Video. Das gibt es dann allerdings auch in voller Länge zu sehen. Also Leute, haut rein, bis bald und ciao. Winke, winke. Wink, wink. Ciao, ciao. Bis bald.